Nordkorea ist mit seinem groß angekündigten Raketenstart gescheitert und zieht international Kritik auf sich. Die Langstreckenrakete, die die Führung des Landes kürzlich noch westlichen Journalisten präsentierte, zerbricht kurz nach dem Start und stürzt ins Gelbe Meer. Das räumt das kommunistische Land erstmals selber ein. In den vergangenen Jahren waren bereits zwei andere Missionen gescheitert. Südkorea, Japan und die USA sprechen von einer schweren Provokation und einer Gefährdung der Sicherheit in der Region. Offiziell wollte Nordkorea den Beobachtungssatelliten Glänzender Stern ins All bringen. Viele vermuten jedoch einen unzulässigen Test für das nordkoreanische Atomprogramm. Die USA hatten die Führung in Pjöngjang im Vorfeld deutlich gewarnt. Wir rufen die nordkoreanische Führung dringend auf, ihre Abkommen einzuhalten und den Kreislauf der Provokation nicht weiter zu verfolgen. In Nordkorea rasselt die internationale Politik trotz und gerade wegen des gescheiterten Satellitenstarts mit den Säbeln. Die Aktion sei eine Verletzung internationalen Rechtes und müsse vom UN-Sicherheitsrat aufs Schärfste verurteilt werden. Das, obwohl eine Delegation von Journalisten und NASA-Experten vor einigen Tagen bereits vor Ort bestätigen konnte, dass die verwendete Trägerrakete nicht waffenfähig war, Büso TV berichtete. Die nordkoreanische Führung hatte am 10. April eine Delegation von Journalisten direkt an die Abschussrampe eingeladen, um die Rakete und auch den Satelliten in Augenschein zu nehmen. Als Teil der Delegation war auch der bekannte NASA-Veteran und Weltraumspezialist Jim Oberg für MSNBC vor Ort. Er bestätigte, dass die Rakete technisch nicht waffenfähig gemacht worden sei. Offensichtlich haben es die Nachrichten dieses Pressetermins nicht bis in die Spiegelredaktion geschafft. Jede Woche wird eine andere Sau durchs Dorf gejagt, um die Leute einzustimmen auf den Krieg. Aber was wir nicht erfahren, sind einige andere Nachrichten. Zum Beispiel am 4. November 2011 hat doch tatsächlich ein Atomwaffenstaat des Nahen Ostens eine Langstreckenrakete getestet, erfolgreich getestet, Reichweite 10.000 Kilometer. Das heißt, mit der Fähigkeit, anders als Iran, nicht nur Nachbarstaaten zu treffen, sondern auch Europa, selbst die USA. Die Spitze kann konventionell bestückt werden oder mit nuklearem Sprengkopf. Darüber haben wir nichts gelesen, weil es war nicht der Iran, sondern es war Israel. Die Rakete heißt Jericho. Das fiel unter den Tisch. Oder es fiel unter den Tisch Ende November die Bekanntgabe der Bundesregierung, dass Israel erneut ein atomwaffenfähiges Unterseeboot der Dolphin-Klasse zur Verfügung gestellt wird. Wir haben seit den 90er Jahren 5 solcher hochmoderner atomaren Unterseeboote an Israel geliefert. Jetzt ist es das 6. Und der Clou dabei ist, ein Großteil der Beschaffungskosten für Israel trägt der deutsche Steuerzahler. Andere Zahl? Ja, das ist das 5. Boot. Also seit den 90er Jahren 4 und jetzt das 5. Die deutsche Zuzahlung aus dem Steuersäckel beträgt im aktuellen Fall 130 Millionen Euro. Diese U-Boote sind nicht nur atomwaffenfähig, sondern sie garantieren auch für den israelischen Zweitschlag, denn selbst wenn irgendein Staat Israel atomar angreifen sollte, besteht mit diesen Dolphin-Booten die Möglichkeit immer die israelische Regierung den Angreifer dann doch noch auszulöschen, was natürlich jeder rationale Angreifer im Vorhinein kalkulieren würde. Die gegenwärtige westliche Presse, insbesondere die deutsche, ist beim Punkt Iran mehr gleichgeschaltet als je zuvor. Zum letzten Mal habe ich so eine Gleichschaltung eigentlich während der jugoslawischen Nachfolgekriege erlebt. Aber wenn wir zurückdenken an den Irakkrieg 2002, 2003, da gab es ja durchaus auch in den Leitmedien eine Diskussion, eine Kontroverse. Warum? Weil damals die Schröder-Regierung, jedenfalls auf dem Papier und nominell, gegen den amerikanischen Überfall eingestellt war, ihre Zustimmung nicht gegeben hat. Und da waren dann Blätter wie die Süddeutsche oder die Frankfurter Rundschau oder die Taz entsprechend mit dem Rückenwind des Kabinetts auch in der Lage,
freche Fragen zu formulieren. Da aber die jetzige Bundesregierung, der Vorredner hat es gesagt, in puncto Iran mit den Amerikanern mitzieht und auch die Mithilfe leistet, etwa mittels dieser U-Boote, fällt auch den Helden in den etablierten Medien, auch in den sogenannten linksliberalen Medien, natürlich das Herz in die Hose und sie kolportieren diese Lügen fleißig mit. Kompakt hat sich die Aufgabe gemacht, diese Gleichschaltung zu durchbrechen und tatsächlich die Fragen zu stellen, die es zu stellen gibt. Sie werden im deutschen Blätterwald am Kiosk keine andere Zeitung finden, die Schlagzeile hat: Israel bereitet den Erstschlag vor. Alle anderen werden sich diese Schlagzeile verklemmen und immer nur die Hinweise befolgen, die aus Washington, Tel Aviv und auch London, ein sehr wichtiger Bündnispartner, kommen. Im Grunde, ich habe jetzt einige aktuelle Lügen abgehandelt, die mehr einen anekdotischen Charakter haben, aber im Grunde wird diese Konjunktur der aktuellen Lügen getragen von einem Fundament strategischer Lügen, die seit vielen Jahren vorbereitet werden und im Massenbewusstsein verankert wurden, denen man kaum noch zu widersprechen wagt. Die erste dieser Lügen heißt: Iran will Atomwaffen. Im Grunde wird das ganze Programm nochmal abgespielt, was man gegenüber dem Irak 2002, 2003 gemacht hat. Man sagt also, hier ist ein Staat, der Massenvernichtungswaffen will. Hier ist an der Spitze ein neuer Hitler. Hier wird die Vernichtung Israels vorbereitet. Alle Verhandlungen sind ausweglos. Und da bleibt nur noch die Ultima Ratio, nämlich der Krieg. Das genau dasselbe Muster wie gegen den Irak wird jetzt wieder strapaziert, zum Teil von denselben Politikern und Journalisten. Dabei hat der Iran den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Dabei ist der Iran unter vollständiger Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO. Alle iranischen Anlagen werden ständig, auch ohne Ankündigung, von den Wiener Inspekteuren besucht und kontrolliert. Noch nie wurde die Abzweigung von relevanten Materialien radioaktiver, spaltbarer Provenienz festgestellt. Die Behauptung, abseits der offiziellen Anlagen gebe es, etwa im Untergrund unter den Moscheen, tief im Felsen, weitere Atomwaffenlabors, ist an den Haaren herbeigezogen, denn wir sind ja nicht mehr im 19. oder 20. Jahrhundert, wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben eine komplette Satellitenüberwachung über Infrarot. Wenn unter der Erde gearbeitet wird, gerade an energieintensiven Prozessen wie der atomaren Anreicherung, dann strahlt da so viel Energie ab, dass sie über Infrarotsender jederzeit festgestellt werden kann. Es gibt solche Hinweise nicht. Und das beste Beispiel, das an der Sache, die seit ungefähr, an dieser Propaganda, die seit ungefähr der Jahrtausendwende betrieben wird, nichts dran ist, ist der gemeinsame Bericht aller 16 amerikanischen Geheimdienste vom Dezember 2007. Alle 16 Geheimdienste mussten sich damals, es war noch die Bush-Regierung, auf eine Expertise einigen über das iranische Atomprogramm. Und ich zitiere, wie damals die Wochenzeitung Die Zeit, eine keineswegs iranfreundliche Wochenzeitung, diese Expertise vom Dezember 2007 zusammengefasst hat. Ich zitiere: Ein 9-Seiten-Papier hat die Weltlage im Handumdrehen verändert. Noch nie hat ein Geheimdienstbericht einen weltpolitischen Streit so plötzlich, so vollständig auf den Kopf gestellt. Die amerikanischen Nachrichtendienste, und zwar alle 16 unisono, konstatieren im soeben veröffentlichten National Intelligence Estimate, der Iran habe sein Atomwaffenprogramm im Herbst 2003 aufgegeben. Das war damals der Stand,
Und an diesem Stand hat sich überhaupt nichts geändert. Was jetzt seit Oktober für Verwirrung in der Öffentlichkeit sorgt oder vielmehr für Stimmungsmache, sind anscheinend gegenläufige Expertisen der Atomenergiebehörde IAEO, die etwa von der Bild-Zeitung am 8. November folgendermaßen zusammengefasst werden. Ich zitiere, amtlich, Iran entwickelt Atombombe. Weiter schreibt die Bild-Zeitung, es ist bewiesen, zum ersten Mal bestätigte die internationale Atomenergiebehörde ganz offiziell, der Iran arbeitete bis mindestens 2010 an der Entwicklung einer Atombombe. Bis mindestens 2010 soll der Iran an einer Atombombe gearbeitet haben, schreibt die Bild-Zeitung. Schon das Wort mindestens ist eine Verfälschung, weil es taucht in dem Bericht der Kontrollbehörde gar nicht vor. Die Kontrollbehörde schreibt, der Iran habe bis 2010 an einer Atombombe gearbeitet. Über die Zeit hinterher liegen auch der Wiener Behörde keine Hinweise vor. Aber der Hauptpunkt ist natürlich, auf welche Hinweise stützt sich die Wiener Behörde für den Zeitraum von 2007, wo die amerikanischen Geheimdienste Nein gesagt haben, bis 2010. Und da muss man sagen, es gibt keine materiellen Beweise. Auch in diesem IAEO-Bericht gibt es keine Beweise über Abzweigungen, über Geheimlabors, über geheime Anreicherungen, nichts davon. Das Einzige, was es gibt, sind Indizien, die den Geheimdiensten, von den westlichen Geheimdiensten und vom israelischen Geheimdiensten der Wiener Behörde zugespielt wurden. Bei diesen Indizien hat die IAEO bis zum Jahre 2009 gesagt, wir nehmen keine Geheimdienstberichte in unsere Berichte rein, sofern uns die Geheimdienste nicht die originalen Quellen zur Überprüfung vorlegen. Bis 2009 hat die IAEA solche Informationen, die jetzt ausschlaggebend waren, überhaupt nicht berücksichtigt. Warum? Weil der damalige Chef der IAEO, der Ägypter El Baradei, von den westlichen Geheimdiensten im Vorfeld des Irakkrieges aufs Übelste getäuscht worden ist. Ende 2002 haben die amerikanischen Geheimdienste einen Bericht an die Öffentlichkeit gebracht, dass Saddam Hussein versuche, zum Atombombenbau Yellow Cake, Uran, in Niger zu kaufen. Da gab es tolle Dokumente mit Briefkopf der Regierung, alles was man haben will. Diese Geschichte floss nicht nur in die westlichen Medien ein, sondern war ein zentraler Punkt der Kriegsbegründung von George W. Bush, etwa bei seiner Ansprache an die Nation Ende Januar 2003. Die ganze Zeit, während damit die Weltöffentlichkeit und die amerikanische Öffentlichkeit verrückt gemacht worden ist, hat die IAEO diese Dokumente aus dem Niger nicht prüfen können, weil die amerikanischen Geheimdienste die Herausgabe der Originale verweigert haben. Erst Ende Februar 2003, gelangen die Originaldokumente zu El Baradei, er prüft sie und stellt sofort fest, Primitive Fälschung. Aber da war nichts mehr zu machen. Da war der Krieg schon aufs Gleis gesetzt. Und deswegen hat Al-Baradei damals gesagt, sowas passiert mir nicht wieder. Wir wollen immer die Originale sehen. Aber die westlichen Geheimdienste weigern sich, Originale zu geben, weil sie die nicht haben oder weil sie wissen, das sind halbseitene, gefälschte oder jedenfalls nicht seriöse Dokumente. Aber El Baradei ist irgendwann aus dem Amt rotiert und es kam ein Japaner an die Spitze namens Amano und der hat diese Skrupel nicht. Und deswegen kommen jetzt über die westlichen Geheimdienste allerhand unüberprüfbare Gerüchte von Überläufern, von Dissidenten, von Oppositionsgruppen,
in diese eigentlich früher so amtlichen und zuverlässigen Berichte der Wiener Behörde rein. Ja? Man kann es nicht nachprüfen, was die IAEO nachprüfen konnte aufgrund der offiziellen Berichte, aufgrund ihrer Inspektionen, gibt dem Verdacht auf Atomwaffenherstellung keinerlei Nahrung. Nur mal ein Beispiel zu nehmen. Eine ganz wichtige Rolle spielt ein ominöser Laptop, der im Jahre 2005 aus Oppositionskreisen im Iran an den BND gegeben worden ist. Und auf diesem Laptop finden sich angeblich allerhand Unterlagen über Atomwaffenbau im Iran. Überläufer, BND, hatten wir auch vor dem Irakkrieg, wo der entsprechende Spion namens Curveball 5, 6 Jahre später gestanden hat, er wollte sich eigentlich nur wichtig machen und Saddam schädigen. So ist es bei diesem Laptop auch. Er wurde nicht vom Überläufer übergeben, weil der Überläufer nämlich im Iran festgesetzt worden ist wegen Spionagetätigkeit für die Deutschen und die Amerikaner, sondern angeblich von seiner Familie. Im Jahre 2005 ist das passiert. Diese Geschichte war so windig, dass sie im gemeinsamen Bericht der amerikanischen Geheimdienste aus dem Dezember 2007, den ich anfänglich genannt habe, nicht aufgetaucht ist. Selbst die amerikanischen Geheimdienste dachten damals, an der Sache ist so wenig dran. Wir blamieren uns, wenn wir das in unsere Expertise über den Iran reinschreiben. Jetzt taucht der Laptop wieder auf in der Expertise der IAEO. Und man fragt sich, was ist das für eine Behörde? Hinzu kommt, diese Story aus dem Jahr 2005 ist das Letzte, was selbst die IAEO in ihrer aktuellen Untersuchung zum Thema iranische Atomwaffen, das zeitnaheste, was sie präsentieren kann. Aus dem Jahre 2008, 2009, 2010, sie schreiben ja, Atomwaffenarbeiten gingen bis ins Jahr 2010, können sie noch weniger als solche Laptops präsentieren, sondern sie greifen zurück auf konventionelle Forschungen, etwa Sprengforschungen, außerhalb der nuklearen Anlagen, und erklären dann, diese konventionellen Forschungen seien eigentlich nichts anderes als verdeckte nukleare Forschungen. Um zu zitieren aus der FAZ, einige einschlägige Aktivitäten, es geht um Computersimulationen zur Auslösung einer nuklearen Kettenreaktion, Computersimulationen zur Auslösung einer nuklearen Kettenreaktion, wollen Geheimdienste noch in den Jahren 2008 und 2009 festgestellt haben. Wollen festgestellt haben. Computersimulationen. Das heißt, virtuelle Forschungen des Iran werden zum Anlass genommen, realen Krieg vorzubereiten. Das ist noch weniger als beim Irak. Es ist die einzige Schlussfolgerung, die die Amerikaner nach dem irakischen Debakel gezogen haben. Beim Irak wollten sie wenigstens dem Saddam noch nachweisen, dass es stoffliche Beweise gibt für die Entwicklung von A-, B- und C-Waffen. Man denke etwa an die Rocky Horror Picture Show von Außenminister Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat im März 2003. Da wollte man ja noch den Nachweis führen. Aber nach diesem Debakel ist offensichtlich die amerikanische Devise nicht mal mehr den Nachweis zu führen, sondern nur mit Plausibilitätsketten, Computersimulationen und konventionellen Forschungen zu argumentieren, um damit angeblich die Atomwaffenambitionen zu beweisen. Und die ganze Presse geht da mit. Schreit mit und trommelt zum Krieg. Das war die erste strategische Lüge gegenüber dem Iran. Die Lüge
von den iranischen Atomwaffenambitionen wieder realer, stofflicher Beweise.